So. Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play Weiterführung. Ich verwende mal Kog'Maw. Der ist gerade kostenlos. Und ja, ich bin auf AD. Willkommen in der Kluft der Beschwörer. Will. Okay, ja, Steffen ist noch dabei, aber der hat gerade etwas mit der Mutter. Und wir gehen bei der Bot. Ich helfe ihm ein wenig. Er will einen Penta-Kill machen. Also 30 Fünffachtötung. Sekunden bis zum Erscheinen der Ja. Vasallen. Kommt, Alter! Bin ich voll! Das ist so geil. Die Vasallen sind erschienen. Keine Pause. Da hat so eine Kugelzunge. Mit Besser Stachel. Tot als dumm. Ich fresse. Na los, lebt ein bisschen. Solange ihr noch könnt. Fütterungszeit. Ich bin dein Hundi. Miau, miau. Ja, das ist jetzt ungefähr Part 10 vom Let's Play. Ja. Spucke. Der ist noch leicht zum Spielen, finde ich. Das vor allem am Anfang. Ich glaube, den kaufe ich mal. Der liegt mir irgendwie. Und der kotzt immer so schön brav. Was habe ich jetzt gerade gemacht? Was ist das? Ah, ein Buff. Hallo. Hey, come back. Hey, der ist noch gut, dieser Chogmaw. Aber ich habe keine Mana mehr. Du bist ein wenig leiser, kannst du dich lauter stellen? So ja, ja, ein wenig zu laut, bisschen leiser bitte. So. Wieder zu leise. So. Ja, schon besser. Winkt das vielleicht einen Millimeter, wenn überhaupt? Aber hast du gesehen, ich habe beide fast low life gemacht. Das ist mega stark gemacht. Ich kaufe den mir, also zuerst kaufe ich mir Rengar und dann vielleicht. Und dann überlebt er eine. Da bleibst du einfach mit deiner passiven hinterher. Ja, mit Bio Arcanes Trommelfell. Jo. Dann bist du ja sozusagen als Geist wieder da und explodierst. Dann. Erhöht das Angriffstempo, cool. Da hat also aber nur einen leeren Streck. Dann ist der bessere AD. Hey, lol, Miss Fortune hat First Blood gemacht. Miss Fortune? Jetzt habe ich gar keinen Fall. Ja, gegen CV ist sowieso ein Fail beim Bots. Naja. Weil sie trifft nie mit dem Angriff da, mit dem Wurfping. Mit das Wurfdinger? Der Wurf, die Wurfdinger, so. Ich hab verstanden, das Wurfdinger. Ja, meine Grammatik ist wunderbar. Das Wurfdinger wird niemals müde. Das Wurfdinger schläft nie. Das ja. Wurfdinger ist immer vor Chef im Geschäft. Jetzt killen, killen, killen. Ich lasse ihn dir extra.
Scheiße! Nein, was ist das? Das ist nicht nett von dir. Ich bin gestunt worden. Aber diese Annie hat so Angst. Oh, sexy Elbe. Bacht, bacht, ja, wir haben extra kein Spiele-Game gemacht, weil meistens sind es Noobs oder Overpowerte. Das sind nie normale. Genau richtig. Es ist nie genau richtig. Das finde ich so doof. Und ich bin ehrenhafter Gegner. Ich habe eine Schleife und du nicht. Also keine Schleife. Jetzt bin ich beleidigt. Ja, ganz toll. Troll mich doch nicht immer, du Troller. Du Trollo. Ich bin dein Hundi. Schnauze. Kissen, kissen. Ja, genau. Fick dich doch. Nein, die Kotze ist kaputt. Was machst du? Chi ficken. Chi ankotzen. Mmm, lecker. Kartoffelbrei. Mhm. Ich mach den Kartoffelbrei mit auf Level 2. Ich hol mir jetzt erstmal Relays, damit ich genug Leben hab, sonst kriegt das voll übelst drauf. Okay. Bacht, bacht, wir brauchen Bacht. Sexy Elbe, Bacht, wir brauchen Bacht. Juhu! Den hat er noch getroffen. Ich hab ihn angekotzt. Du, ich hab ihn tot gekotzt. Ne? Ich hab ihn tot gekotzt. Ich kauf mal etwas mit Mana. Ich schwör's dir, ne? Nein, wir müssen immer gleichzeitig in die Basis. Nur wegen dem Mana muss ich. Nur weil ich nicht genug Leben hab. Aber gleich kriegst du hoffentlich keine Kills mehr wegen meiner Ulti. Mäh. Kauf mir Safi. Kann man auf jeden Fall leicht einen Triple Kill machen. Macht ja drei Enemies down. Deshalb ist die Karte eigentlich voll geil auf einer Dreier-Map. Hm. Aber ja. Hat leider nicht so viel Leben, sonst wäre die noch krasser. Trundle. Trägt mich voll auf. Trundle, ich hab bisher noch kein einziges Game mit Katar gewonnen. Trundle hat mega Paranoia gegen Zorak. Tower, rette mich. Die kleine Dreckige kann mich jetzt wieder stunnen. Nein! Stun mich doch nicht immer, du dreckiges Bruder. Ich kotze sie an. Also, rette mich! Du kotzt mich an! Meiner. Ja, ich habe ihn ja auch überlassen. Ja. Sonst hätte ich meinen Angriff, mein Ding sagen gemacht. Sie doch alle. Meine Kotzstrahl. Der Kotzteppich. Die hier, ne? Oh, sexy Elbe. Bach. Wir brauchen Bach. Haha. Ey, das ist voll unfair. Du hast jetzt 3-0-1 und ich hab 1-0-3. Vielleicht habe ich meine Ulti. Jetzt krieg ich vielleicht noch ein Kill mehr. Ich habe auch meine Ulti. Was ist die Ulti? Lebendige Arterie. Ja, probier es einfach aus. Siehst du es? Kostet nicht viel Mana. Ja, aber erst wenn die Vasallen da. Die Champions da. Kann man eigentlich auch mit gut Vasallen farmen. Cool. Und wie viel abklingt es? 2 Sekunden! Ja. Ah, cool! Nice. Geil, ne? Ich hab die hier kostet viel Mana, oder? Nicht mal so viel. Nicht. Wahnsinnig hohe Power dieser Karl, hey. Das ist Wahnsinn. Tja. Genauso overpowered wie Kata eigentlich. Nur hat die halt scheiße wenig Leben. Das regt mich auf. Hm. So hol ich mir jetzt erst Relays und dann hol ich mir Hexe Gunblade. Nein, ich hab ihn getroffen. Ah, die werden noch sogar noch verblindet. Ja. Verblindet. Erblinden. Und dann abonniert mich jetzt alle sofort, ja, das ist ein Befehl. Das ist eine Drohung. Ja. Wir müssen Abonnenten haben, damit wir Gronkh überholen können. Echt so. Und tschum! Überholen. Und wir haben ihn überholt. Früher oder später überholen wir Gronkh. Genau. Ich halte dich einfach mal vor meiner Fresse voll, ne? Wie mich das aufregt. Hm. Wenn der jetzt auch noch AP spielt, ne? Jetzt mache ich Klinge der Unendlichkeit. So. Geh doch sterben!
Stirb, du kleiner Bastard! Oh, du Bastard! Jo, jo. Mann, jetzt habe ich Träne der Göttin gekauft. Immer in dem Moment macht er entweder seine Ulti und läuft weg, oder Annie stunt mich und der läuft weg. Jedes Mal, wenn du eine Fähigkeit einsetzt, verwendest, erhöht sich dein maximales Mana um 4. Yep. Das heißt immer schön viel Sachen casten. Wäh! Sie hat gerade gesagt, wäh! Weil ich sie angekotzt habe. Ihhh, Kotzi, Kotz, Kotz. Warum musst du dich immer so ankotzen? Das finde ich jetzt nicht gut von dir. Tschüss, Drago, es war schön, dich gekannt zu haben. Ich wette, du. Ne, guck, sag ich doch. Fick dich, du scheiß Team. Und boom! Ich sag ich doch, die Passive ist so geil. Boom! Die Passive ist so geil, wie ein Heil. Das ist mein zweiter Kahn nach Rengar, den ich kaufe. Der kostet auch 6300, den hole ich mir aber jetzt noch, ne? Nein, bitte nicht, dann nimmst du ihn immer, wenn ich spiele, nein. Nein, dann werde ich sowieso die ganze Zeit Rengar einsetzen. Ich kenne dich ja. Wie Chi, die ganze Zeit nur Chi gespielt. Echt so, voll übel. Ich immer bin einmal gestorben. Immer deinen neuen Chance zockst du immer. Meine Karte ist nicht mehr clean. Du bist so oder so nicht clean. Bacht, Bacht, sie brauchen Bacht. Und das nur wegen diesem Scheiß. Wie heißt der Kleine? Timbas. Oh, Timbas, oder? Bacht, Bacht. Timbas heißt der Kleine, oder? Tibas. 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 Habt ihr meinen Bergen Tibas, Tibas gesehen? Tibas. Drago, hast du meinen Bären Tibas gesehen? Nee. Ich hab nur Angst von diesem scheiß Lacker. Der lackt voll übelst rum. Das regt mich auf. Nein. Nein, ich hab sie nicht getroffen. Meine Zündung schau mir jetzt die was an. Boom, alles passt oben. Oh, sexy Elbe. Bacht, Bacht. Wir brauchen Bacht. Ich hab voll den Ohrwurm. Wir sind Waititi-Junkies. Nein! Ich will mal wieder eine Titi-Way-Insel machen. Ja genau, Titi-Way. Statt Hawaii hat Titi. Titi-Way. Das waren noch Zeiten mit dem riesen Schniedel. Und genau. Mit der, was war das nochmal? Mit der Hand. Geschenk und mit so einer Warze. 1, 2 oder 3. Ja, das war schon. Das war schon richtig Titi Way Style. Ich geh mal kurz top und so ein Scheiß, ne? Der Apfeleimer, der riesengroße Apfeleimer war auch gut. Du hast das alles mit der Lava gefüllt. Das war doch eigentlich nur dein Gesicht. Ich liebe die Zunge von diesem Chuckmau. Komm schon. So, jetzt mache ich dann extrem Schaden mit Cardio. Und dann mach ich die Case hoch. Komm, du schaffst die auch. Ein Gegner wurde getötet. Oh ja, Trundle hat gecased die. Fütterungszeit. Ich kotze alle an. Ich kotze alle an. Und die Ulti ist eigentlich voll geil, um Kills zu bekommen, aber irgendwie ist das dann scheiße, wenn so ein Trundle kommt und ihr meint, kaisen zu müssen. Hm. Euer Team hat einen Turm zerstört. Alter, die braucht ihr nicht direkt übertreiben. Sie ist voller Übertreiber. Oh, dieser Chi haut mit der Ulti ab. Sag ich doch. Das regt mich voll auf. Und Volltreffer? Nein! Und er hat schon wieder mit der Ulti ab. Schon wieder Ulti angesetzt. Nicht mehr so lange, dann habe ich Relays. Du hast ja gar keine ausgesagt.